Es gibt in Deutschland keine Wahlpflicht, es ist ein Wahlrecht, ein Bürgerrecht. Für dieses Recht wird an vielen Orten der Welt heftig gerungen, da wird Leben gelassen. In Deutschland vor 20 Jahren wurde vielleicht nicht Leben gelassen, auf alle Fälle eine Menge Verfahren haben die Leute auf sich genommen, um ihre Meinung frei sagen zu können, um mitbestimmen zu können, was mit ihnen passiert, was mit ihrer Umwelt passiert. Und deswegen ist das ein Bürgerrecht, aber schon eins der gehobenen Sorte. Also ich stimme Ihnen da voll zu. Sie haben auch einen wichtigen Satz gehabt, wir haben natürlich keine Wahlpflicht in Deutschland. Also wir denken jetzt sozusagen bei der, eben sehr vom Ergebnis her. Also was passiert, wenn wir nicht wählen gehen? Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück, überlegen uns, wenn die Wahl, die Wahlbeteiligung gering ist, was kann denn das aussagen? Das kann aussagen, in der Tat, also es hat sozusagen eine Entfremdung stattgefunden zwischen der Politik, sage ich mal, dem gesamten politischen System, und den Wählern, kann natürlich aber auch was aussagen, wenn wir uns andere Systeme angucken, die traditionell sehr niedrige Wahlbeteiligung haben, wie in den USA, die dann eher, wenn mal jetzt ein Moment des Wandels kommt, dann doch um 10-12 Prozentpunkte, was ja dann schon signifikant ist, nach oben geht, sonst aber in der Regel sogar 50% ist und trotz allem eine sehr hohe Zufriedenheit mit dem politischen System hat. Die haben eben nicht mehr das Gefühl, dass man für eine bessere Umwelt eintritt. Sie haben nicht mehr das Gefühl, dass man für bessere Lebensmittelqualität eintritt. Der Codex Alimentarius, der jetzt auch wahrscheinlich durchgeboxt wird hier vom Bundestag, ne, und dafür sorgt, dass unsere Kennzeichnungspflichten immer geringer werden und so weiter. Da haben die Leute die Nase von vorn. Also wir haben auch so eine Art Fake-Manifest geschrieben, wo wir unsere Hauptfeinde benannt haben, also Windhundebesitzer, halt Doppelwagen, also Doppelkinder wegen Schieber. Und also es war eigentlich schon so völlig klar, dass es natürlich Satire ist, wobei der Boden dessen natürlich schon auch real ist. Also ich meine, jeder von euch kennt bestimmt mindestens eine Geschichte so, wie einem irgendwie eine Mutti mit dem Kinderwagen in die Hacken gefahren ist oder wie eine Mutti angekommen ist und gesagt hat, sag mal, kannst du dich nicht, wenn du rauchen willst, kannst du nicht auf die andere Straßenseite gehen. Also soweit ist es wirklich, das ist wirklich realistisch. Also es gibt solche Sachen. Man fühlt sich stark. Und insofern war das nicht so schwer auszumachen. Wir waren einfach der Ansicht, das wäre jetzt einfach mal an der Zeit, die Leute auch einfach zu verarschen, weil die sich halt einfach auch sind halt die neuen Spießer, man kann es nicht anders sagen. Zumindest in unserem Fall ist es ja auch so, dass gewisse Strukturen einfach so sind, wie sie sind. Und da eine bestimmte Beliebigkeit auch da ist, wer nun das Heft in der Hand hat in der Politik, bestimmte Dinge werden sich einfach nicht ändern. Beispielsweise wird eine wirkliche Demokratisierung der Gesellschaft unter keiner wie auch immer gefärbten Regierung stattfinden. Aber ich denke so, im Grunde genommen ist es unabhängig davon, wer da oben steht. Ich meine, Lobbyorganisationen wechseln nicht mit den Legislaturperioden und die personellen Überschneidungen sind auch sehr präsent. Deswegen denke ich, das ist keine Frage unbedingt. Ach, da haben Sie mich jetzt ertappt. Ich will was von Ihnen. Und zwar möchte ich gern, dass Sie sicherstellen, dass die Menschen, auf die ihre Aktionen abzielen, dass deren Gefühle nicht verletzt werden. Das ist uns sehr wichtig. Wollen wir versuchen. Ja, wie sollte ich die Gefühle verletzen? Wie sollte das passieren? Ach, kommen Sie, Herr Löhr. Der moderne Mensch, auch wenn er vielleicht nicht so aussieht, ist sehr verwundbar und sehr verunsichert. Dem ist wohl so. Aber nun sind wir nun auch mit unseren Projekten in letzter Zeit doch handzahmer geworden. Ich mal behaupten, nicht zuletzt, weil Sie ja in vielerlei Funktionen ein Auge auf uns geworfen haben. Ja. Da mache ich Ihnen gerne auch mal das Kompliment, dass ich schon finde, dass Sie jetzt unsere zivilgesellschaftlichen Projekte, die wir am Start haben, ganz gut in Einklang bringen mit den Interessen von Politikern und der Wirtschaft. Ja. Das haben Sie jetzt nett gesagt. Danke. Muss man auch mal. Haben Sie da eine Meinung zu? Natürlich. Da sind wir gespannt drauf. Also, was ja auffällt, ist, dass das, was den Berliner Mehrwert ausmacht, sich nicht monetär ausdrücken lässt, aber monetär abgegolten werden soll durch den Rest der Republik.
das, was Berlin produziert an Mehrwert, den es sicherlich gibt. Ich meine, das ist die Stadt, in der ich mit zwei Hunden unterm Tisch am Panel sitze. Unter anderem, ja. Das ist nicht monetär und das kann auch nicht monetär vergolten werden durch den Rest der Republik. Womit ich gesagt haben will, sorry, keine Kohle. Ja, da haben wir jetzt schon gegensätzliche Standpunkte, aber Sie sind ja davon und da hängen ja nun auch nicht eben wenig Arbeitsplätze und Erwerbsbiografien in Berlin davon ab, denke ich mal, weiterhin. Ich denke natürlich, dass Kultur und eine geleistete Arbeit natürlich auch entlohnt werden muss und natürlich auch Gelder dafür da sein müssen, um bestimmte Projekte überhaupt umsetzen zu können. Also das ist ja kein Underground-Kunst. Das ist ja, hat ja auch ein bisschen was mit Leuten zu tun, die man gerne einladen möchte in die Oper oder man möchte, dass die Opern kommen, die auch sowohl traditionsbewusst als auch innovativ offen sind. Also ich bin für die Wahlpflicht, durchaus. Habe ich mir fast gedacht. Also die Leute sollen doch ihrer Verantwortung bewusst werden und die sollen sich der Verantwortung auch nicht entziehen. Und wenn es eine, und manchmal sind sie halt nicht mündig genug, das heißt, man muss ihnen sozusagen vorgeben, was sie zu tun haben, nämlich zur Wahl zu gehen, und dann werden sie sich ja irgendwie entscheiden, weil sie dann sozusagen in die Pflicht genommen werden. Eine etwas aktivere Künstlerszene, nicht wahr? Kunstszene. Die oder hat die aufgegeben, hat die resigniert, die will gar nicht mehr, die will sich überhaupt nicht mehr die Hände schmutzig machen. Ich habe auch den Eindruck, es ist aber vielleicht doch schade, vielleicht muss man es immer wieder versuchen. Wir können die Wirtschaft kennen wir teilweise auch zumindest beeinflussen. Eher schon noch, ja. Ja, und der Künstler ist quasi ein Trüffelschwein zu einem Trüffelschwein verkommen, da sind die 68er nicht sehr unschuldig dran, muss man ehrlich gestehen. Und wir können natürlich die Wirtschaft beeinflussen, indem wir ihnen zum Beispiel weismachen, Street Art wäre jetzt cool. Ne? Hat ja funktioniert. Jetzt finden alle Street Art cool. Zuerst hat man 20 Jahre lang glaubt, das wäre kriminell. So, insofern hat man da schon gewisse Einflussmöglichkeiten. Wenn man Symphonieorchester nicht pflegt, ja, und es stirbt oder wird eingespart oder so, dann wird man irgendwann draufkommen, da haben wir jetzt wirklich was verloren, was über Jahrhunderte entwickelt hat, ja? Und was er tatsächlich für uns Menschen sind Kulturtiere, wenn man so will, wichtig ist. Ja? Man kann natürlich, darf ich noch mal ganz was kurz dazu sagen, ja, man kann natürlich auch die Pflicht einführen, dass überhaupt keiner mehr wählen darf. Und dann haben wir vielleicht auch tatsächlich wieder irgendeinen Österreicher oder irgendeinen Einzelmenschen an der Macht, der dann machen kann, was er will. Das ist natürlich auch eine ganz tolle Idee. Ja, den hast du ja schon. Die Deutsche Bank zum Beispiel wäre die Institution, die das heute macht. Ja, aber grundsätzlich der Gedanke, etwas zu verbieten und es dadurch attraktiver zu machen für die Menschen.